Ein Sitzkissen. Rainer, ist das wirklich dein Ernst? Du machst ein Video über ein Sitzkissen? Fällt dir nichts Besseres ein? Nein, mir fällt wirklich nichts Besseres ein, denn dieses kleine Teil hier, das ist das Gewicht in Gold wert, wenn du draußen unterwegs bist. Und warum das so ist, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich war mit einer Kindergruppe unterwegs, oder besser gesagt 3 Tage lang. Und die Lehrerinnen haben mich gefragt, was sollen die Kinder unbedingt mitnehmen. Und da habe ich raufgeschrieben und da habe ich auch Sitzkissen hingeschrieben. Und habe hingeschrieben, ich kann mich noch genau erinnern, bitte auf keinen Fall vergessen, weil das ist das Gewicht in Gold wert. Und ich kann das noch immer unterschreiben. Die waren heilfroh, dass sie das mitgenommen haben beim Wandern. Das war in der Steiermark, rauf und runter und dort und haben etwas gebaut und haben ein Feuer entzündet und haben Pflanzen gesucht und haben Spiele gemacht. Und die Kinder wollten halt immer wieder mal sitzen und was jausen. Und es war leicht feucht. Es hat geregnet gehabt. Und dann am Boden sitzen, so wie ich das jetzt mache. Hier, jetzt da, ich sitze da in der Unterkunft, einfach so da. Ja? Das ist Kaka. Obwohl ich hier ein Feuer habe. Schau her, da habe ich ein Feuer. Mir ist da vorne warm, aber am Popo wird mir irrsinnig kalt. Oder wenn du eine Unterkunft baust, nur aus einer Laubhütte, wo man reinkriegt, dann habe ich trotzdem die gern dabei, weil ich mir die gern da herlege. Weil das ist so richtig ein tolles Teil. So eine Matte wiegt nichts, gibt's. Billige Eigenwerbung. Zum Beispiel auch bei mir im Shop, aber auch bei Amazon oder sonst irgendwo. Es geht nicht darum, ja. Das wiegt nichts und ist ein multifunktionales Superteil. Weil was ich auch tun kann, ist hier das Feuer anzufachen. Das geht mit dem irrsinnig gut. Ich kann es mir auflegen und kann damit eine Unterlage bilden, wenn alles nass ist, damit ich mir zum Beispiel meinen Zunder vorbereite, wenn ich Feuer machen will. Ich kann es als Windschild verwenden bei einem Gaskocher oder bei irgendeinem anderen Kocher. Kann ich mir das rundherum aufstellen. Ich kann es als Regendach verwenden, ja, um mal auf die Schnelle hier drunter was zu manipulieren, wenn ich Feuer machen muss. Feuer machen bei Regen und Schnee. Bei Schnee, das geht ja gerade noch, aber bei Regen, das ist die größte Kacke, die dann überhaupt passieren kann. Man kann es als Unterlage nehmen zum Feuerbohren. Das hier ist ein Multitool, das einfach genial ist. Und daher, weil auch immer wieder die Frage ist, Reini, was gehört in ein Bugout-Bag, was gehört in ein Survival-Bag rein? Und weiß ich nicht, da machen wir Solarstation und wir machen irgendwie ein super Turbomesser, ein großes, ein kleines, einen Leatherman, eine Hacke, eine Säge, aber keine Matte, wo man drauf sitzt. Wenn du draußen unterwegs bist, zum Wandern, zum Tracking, zum Survival Training, zum Bushcraft Training, was auch immer, das hier ist etwas, was reingehört. Und das war mein Plädoyer, mein kurzes Plädoyer für die Faltmatte. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Aber du bist jetzt gefragt. Hast du sowas? Wann war das erste Mal dein Berührungspunkt damit? Ich habe das seit der Kindheit. Meine Mama hat die immer mitgenommen. Die waren nicht zum Falten früher, sondern die konnte man hinten in den Rucksack, in den Rückenbereich reinstecken. Ja? Die waren schwarz, ich kann mich noch genau erinnern. Ja? Und als ich dann wieder mit diesem Survival und Outdoor und Wandern angefangen habe, war das erste, was ich mir gekauft habe, eine Matte. Bei Globetrotter war das. Dann bin ich später draufgekommen, dass es die auch zum Klappen gibt und die sind noch viel cooler. Ja, die sind noch viel, 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 viel cooler. Schreib mal deinen Kommentar. Hast du sowas? Was war der erste Berührungspunkt? Das würde mich irrsinnig interessieren. Danke dafür. Unten einen Kommentar schreiben. Natürlich billige Eigenwerbung. Das Ding gibt es bei mir auch im Shop. Schau vorbei. Es lohnt sich. Es gibt auch viele andere Dinge. Billige Eigenwerbung. Ein Abo dalassen. Da geht es zu mir im Shop. Ein paar andere Videos. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und Mathe nicht vergessen.